Anlauf zu nehmen. Nee. Jetzt war übertreten. Nee. Er zeigt Doppeldribbling an. Also Tippfehler quasi. Was genau bedeutet der Tippfehler Doppeldribbling? Ja, das ist. Man darf den Ball mit einer Hand spielen, mit der offenen Hand. Wenn man ihn so nun wie bei Basketball führt, also von unten unter dem Ball dieses Geführte, das ist nicht erwünscht. Oder mit beiden Händen prellen oder irgendwas in die Richtung, das ist nicht gestattet. Und das wird dann auch abgepfiffen. Das ist aber eigentlich in der Jugend relativ selten. Nun kenne ich vom Handball den Begriff neben dem Doppeldribbling. Schönes Tor, Kontertor jetzt wieder von Grünwald-Springen. Dieses zweimal, was ist das dasselbe? Ja, ich sag mal ja zur Erklärung. Doppeldribbling oder zweimal. Man darf, wenn man den Ball gefangen hat, 3 Schritte machen und dann anfangen zu prellen. Dieses darf man beliebig oft machen und beliebig viele Schritte machen. Wenn man den Ball nun aber hochnimmt, dann hat man noch 3 Schritte und dann muss man den Ball zwangsläufig abgeben. Einige Spieler prellen dann aber nochmal und das wäre dann zweimal, weil man zweimal gedribbelt hat, zweimal geprellt hat. Und das ist dieses zweimal. Ah, okay, verstehe. So, jetzt gibt es 7 Meter wieder. Das ist, stand die Spielerin im Kreis? Konnte ich jetzt leider nicht sehen, aber es ist, vermute ich jetzt mal. Oder ja, ich denke mal, ja, die eigentliche Definition ist ja wirklich, dass die klare Torgelegenheit vereitelt wurde durch unrechtmäßiges Eingreifen. Wenn man sich diesen Grundsatz nimmt, dann kann man auch einige 7-Meter-Entscheidungen besser nachvollziehen. Also meistens ist es so, der Spieler ist eigentlich schon durch und wird zum Beispiel von der Seite geschubst oder in irgendeiner Form nochmal bedrängt, obwohl er eigentlich frei vom Tor steht und die Torgelegenheit ganz klar ist. Und das ist dann immer 7 Meter. Ja, das sieht... auch wenn das jetzt schiefgegangen ist, an sich etwas schneller, etwas klarer, etwas bewusster bei Grünwald-Schwerin aus. Sie sehen auch alle ein wenig kompakter aus. Ist das vielleicht der jüngere Jahrgang von Stralsund oder was fehlt den Mädels von der anderen Seite des Bundeslandes? Das ist immer sehr schwer zu sagen. Es hat in der Jugend oft was mit dem Körperbau zu tun. Das muss nicht heißen, dass sie jünger sind. Es sind auch einige Mannschaften, die jünger sind, so viel besser athletisch ausgebildet oder spieltechnisch ausgebildet, dass sie trotzdem ihren anderen Körperbau ausgleichen können. Das ist immer sehr schwer zu sagen. Schönes Kreisanspiel, leider nicht gefangen. Der lange Ball geht auch ins Aus. So, jetzt haben wir das mal gehört, diese Ansage eines Spielzugs. Heinzi rechts, hörte ich jetzt. Jetzt hat der Mittelmann, so sagt man ja im Handball, den Spielzug angesagt. Ist das immer so? Meistens ja, weil der Mittelmann meistens der Spielgeber ist, also der die ansagt. In diesem Fall war das wieder diese Auftaktbewegung, die ich vorhin beschrieben habe, mit dem Mittelmann. Und deshalb wurde der Ball auch eben abgefangen, weil die Spielerin assoziiert hat, dass der Ball dort hingeht. Also einmal abwehrtechnisch gut aufgepasst, jetzt hat es nicht so gut geklappt. Erneut erfolgreich die Nummer 6 von Grün-Weiß-Schwerin. 13:4, das ist nach 16 Minuten noch relativ deutlich. Wie hält man da seine Spielerin bei der Stange, dass denen nicht die Lust ausgeht? Tja, das ist sehr schwierig, aber motivieren. Positive Motivation ist, finde ich, immer sehr positiv, auch als Spieler. In diesem Fall sieht man jetzt, dass die Abwehr von Grün-Weiß-Schwerin sehr offensiv geworden ist
Und jetzt gilt umso mehr Laufen ohne Ball. Ganz wichtig. Das ist natürlich auch schwierig. Es ist sehr kraftraubend, wenn eine Abwehr so offensiv steht. Aber die Räume sind dadurch auch viel größer zwischen den Abwehrspielern und das kann man nutzen jetzt. Ist es auch, du sagtest gerade, das Kraftraum, wenn die Abwehr so offensiv steht, auch so Kraftraum für die Abwehr dann? Ja. Das heißt, wenn ich mir in meiner Kondition absolut sicher bin, spiele ich das ganze Spiel mit offensiver Deckung und spiele die anderen nieder dann? Ja, das könnte man machen. Man hat, wenn man eine offensiven Deckung spielt, hat man einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, man ist schneller vorne. Der Nachteil ist, man hat größere Räume und muss sich hinten sehr viel mehr bewegen, weil die Räume halt größer sind. Und das kostet viel Kraft. Also man hat einmal den direkten Gegenspieler und muss auch die Lücken zum Nebenmann zumachen können. Jetzt hörte man gerade wieder ein technischer Fehler auf Seiten von Stralsund. Ist das der vielleicht jetzt fehlenden Konzentration anzulasten oder ist da doch ein bisschen zu wenig trainiert worden vielleicht? Fehlende Konzentration wäre eine Möglichkeit und auch die Spieler könnten auch eventuell jetzt langsam überfordert sein, weil irgendwann gehen einem Spieler dann auch die Ideen aus, was kann ich als nächstes machen, wie überliste ich jetzt die Abwehr einfach mal. Diese kleinen Einzelerfolge fehlen im Moment bei Stralsund und das, wenn sich die wieder einstellen sollten, dann würde es besser gehen, denke ich. Das war jetzt mal so vielleicht so ein kleiner Einzelerfolg, dass man den Ball mal runtergefangen hat. Man hängt sich ja an vielem auf im Handball. Man kann sich ja, ein Torwart, der einen Konter hält, kann ja ein ganzes Spiel rumreißen. Jetzt gibt es die gelbe Karte gegen die Nummer 2. Und sowas kann vielleicht nochmal ein Schub sein für die eigene Mannschaft jetzt, für Stralsund. Das Spiel nochmal neu anzugehen quasi. 16:4 ist der Spielstand. Was ist so das, ich sag mal, das Schlimmste, was du so handballerisch erlebt hast? Hast du jemals so einen Untergang erlebt, quasi jetzt das 17:4 für Grün-Weiß? Untergang jetzt als Ergebnis oder? Beides. Also ich hatte immer relativ Glück, auch in der Jugend. Ich war immer in einem sehr starken Jahrgang, durfte auch Regionalliga spielen. Ganz bitter war das Jahr mit Pädagogik in der Regionalliga. Dort haben wir zwar gut gespielt, aber nahezu jedes Spiel mit 2 Toren verloren. Das war sehr bitter. Ja. Und als Trainer, du sagtest, du bist Trainerin, wen trainierst du? Im Moment habe ich keine Mannschaft. Ich habe aber vor einigen Jahren die B-Jugend auch von Pädagogik trainiert. Und kleine Mädchen, also im Mini-Bereich. Im Moment habe ich leider keine Mannschaft, aber ich bin auch ausgelastet. Gut, jetzt haben wir knapp 20 Minuten gespielt, wieder ein erfolgreich abgeschlossener Konter von Grün-Weiß-Barin. Im Gegensatz zu Stralsund, wo der Ball dann nicht ankam, kommen diese Bälle auch von hinten nach vorne für diesen Konter erfolgreich an. Ist das auch eine Frage von Tagesform oder ist das eine Frage vom ständigen Training, diese langen Bälle nach vorne für den Konter? Tagesform teilweise. Diese Konterwürfe von den Torhütern werden natürlich geübt, stundenlang, so viel ich weiß. Auch wie die Spieler laufen müssen, wird geübt. Tagesform kann dann nur eine Rolle spielen, wenn der Spieler halt heute mal nicht fängt oder so. Oh, jetzt gab es schon mal den 7 Meter für Stralsund. Konnten sie leider nicht verwandeln. So bleibt es beim 19:4. Da hat man eben auch schon leichte Verzweiflung gesehen, nachdem sie diesen langen Ball abgefangen hat und dann keine Spielerin bereit stand, den Ball abzunehmen. Und natürlich die Gefahr eines technischen Fehlers sehr, sehr groß ist. Nun sieht man im Gegensatz zu Grün-Weiß-Schwerin, die hier eine volle Bank sitzen haben, auch nur 2 Reserve bei Stralsund. Wie groß ist der Vorteil mit so einer großen Bank? Der muss nicht unbedingt größer sein. Also natürlich im konditionellen und Kraftbereich ist das immer gut, eine volle Bank zu haben.
Es hat aber manchmal Vorteile, eine kleine Bank zu haben, weil jeder einzelne Spieler im Unterbewusstsein weiß, da ist keiner mehr, ich muss. Ich reiß mir jetzt den Arsch auf Deutsch gesagt, und dann kann das Ergebnis unter Umständen genauso gut sein. Jetzt erneut eine 7 Meter raus geholt. Jetzt haben wir auch gesehen, dass extra Torwartwechsel für einen 7 Meter, das sieht man beim Handball ja öfter. Was verspricht man sich davon? Jeder Torwart hat eine etwas andere Taktik oder ein etwas anderes Verhalten. Und man möchte dem Spieler, der wirft, einfach mal etwas anderes anbieten. Wenn der zuvor 50 Meter verwandelt hat, dann ist es manchmal ein Unterschied, wenn ein anderer Torwart drin steht, weil der sich anders bewegt. So, jetzt hat man angesagt, jetzt kommt ein Kreuz. Das heißt, der Mittelspieler und Außenspieler wechseln dann die Position. Ist das soweit richtig? Na, es war jetzt im Mittel und der Halbe. Das ist ein ganz normaler Wechsel. Schönes Rolltor jetzt, der Heber geht doch noch rein, 19 zu 5. Ja, also das war auch wieder so eine typische Auftaktbewegung. In diesem Fall ist es ja nicht erfolgreich gewesen. Das kann man auch mit anderen Auftaktbewegungen kombinieren. Also in diesem Fall hätte zum Beispiel der Halbe, der geholt wurde, auch noch zur anderen halben Seite rüberspielen können. Wieder mit dem Hintergrund, dass sich die Abwehr ja nun auf dieses Kreuz konzentriert und auf der anderen Seite vermutlich irgendwo ein Spieler freistehen wird. Also nun das 20 zu 5 für Grün-Weiß-Schwerin. Also ist Handball vom Prinzip her viel Intuition? Sehr viel. Manchmal schaltet man auch total ab beim Spielen, weil es einfach auch so sehr schnell geht. Also man ist manchmal, gerade die Torhüter sind manchmal erstaunt, wie schnell sie reagiert haben, weil es sehr viel auch eingeübt ist. Gerade diese schnellen Bewegungen sind eingeübt, finden und so weiter. Wie du sagtest, Torwart, sie sind manchmal selber erschrocken, wie schnell sie reagieren. Wie verrückt muss man sein, um sich beim Handball ins Tor zu stellen? Nicht verrückt, in erster Linie in der Jugend ohne Angst. Das sind die wenigsten Kinder ohne Angst. Aber dieses Klischee, dass Torhüter zwangsläufig verrückt sind, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich in der Jugend auch im Tor gestanden habe und ich mich für ziemlich normal gehalten habe eigentlich. Es ist halt bloß, dass die anderen das nicht nachvollziehen können, weil die ja Angst haben. Das ist so dieses Klischee. Ja, was ich gut nachvollziehen kann, in der Jugendbereich oder im unteren Jugendbereich sicherlich noch nicht, aber wenn es in höheren Jugendbereich geht und nachher Frauen oder gar Männer, wenn da die Bälle angeflogen kommen, dann möchte ich nicht zwischenstehen, wenn ich ehrlich bin. Das ist richtig, als Außenstehender möchte man das auch nicht, aber man muss davon ausgehen, dass diese Torhüter von der Jugend an, von der E-Jugend, von der F-Jugend immer im Tor gestanden haben und sie sind diese Schritte der Entwicklung ja mitgegangen und sie haben einfach das Gefühl dafür entwickelt und sie tun sich dabei auch nicht weh. Also es ist nicht so wie beim normalen Menschen, dass der nun große Schmerzen, der merkt das nicht, der Torwart. Der kriegt das nicht mit, einfach weil er diese Stufen alle mitgegangen ist. So, jetzt haben wir noch wieder einen schnellen Konter von Grün-Weiß-Schwerin gehabt. Und damit ist Halbzeit zwischen Grün-Weiß-Schwerin und dem Stralsunder HV. Es steht 22 zu 5.